Nur wer fragt, bekommt auch Antworten. Welche Fragen haben die Gemeindeglieder in der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau? Wir fahren kreuz und quer durch Hessen und Rheinland-Pfalz. Erste Station Frankfurt bei Pfadfinderin Caro. Meine Frage wäre, ob ich auch Christ sein kann, ohne in die Kirche zu gehen. Ich würde sagen, wir schreiben die dann einfach auf, gemeinsam die Frage. Komm mal mit, ich habe hier Zettel, Papier und unsere Fragenbox vorbereitet. Diese Frage kann uns kein anderer besser beantworten als ein Pfarrer und davon gibt es viele in der EKHN. Wir fahren Richtung Norden. In Gießen treffen wir Pfarrer Matthias Leschhorn. Kann ich auch Christ sein, ohne in die Kirche zu gehen? Natürlich kann ich Christ sein, ohne in die Kirche zu gehen. Aber Christ sein in der Kirche finde ich natürlich noch schöner. Das ist auch richtig, denn da merkt man die Gemeinschaft derer, mit denen man zusammen ist. Oder, was man auch machen kann, man kann sich in eine Gemeinschaft begeben, derer, die Gutes miteinander anderen Leuten gegenüber tun, wie zum Beispiel wir hier in Gießen in der Flüchtlingsarbeit. Und da arbeitet Anna Hartnagel. Sie hat ihr Büro im Aufnahmelager für Flüchtlinge in Gießen. Hartnagel hilft Flüchtlingen, in Deutschland zu bleiben und nicht abgeschoben zu werden. In den Verfahren, die noch am Laufen sind, wo man merkt, es ist wirklich kritisch und man kommt so langsam ans Ende des Rates, den man irgendwie geben kann, das ist eine große Angst. Das sind teilweise auch auf jeden Fall schlaflose Nächte, wenn man zu Hause sitzt und sich Sorgen macht um die Klienten und weiß, theoretisch könnte jederzeit in der Nacht die Polizei vor der Tür stehen und die Leute abholen. Ja. Auch Anna Hartnagel hat eine Frage für uns. Auch Jesus Christus ist ein Flüchtling gewesen, ein politischer Flüchtling, der um Aufnahme gebeten hat, zusammen mit seinen Eltern. Und wenn man in die Bibel schaut, dann ist die Bibel voll von Geschichten von Flucht und Migration. Und die Frage, die ich gerne stellen würde, wäre, was wir aus der Bibel lernen können über den Umgang mit Flüchtlingen, welche Ratschläge uns die Bibel gibt, wie wir auch in der heutigen Zeit mit Menschen, die vor Krieg, Zerstörung, Verfolgung geflüchtet sind, umgehen sollten. Und für diese Frage gibt es einen perfekten Antwortgeber. Ab nach Bingen in Rheinland-Pfalz. Dort sammelt Pfarrer Oliver Zobel Koffer für Flüchtlinge, damit die ihre Anziehsachen besser verstauen können. Er kann uns sicher sagen, was wir aus der Bibel lernen können für den Umgang mit Flüchtlingen. Es gibt die sogenannten 7 Werke der Barmherzigkeit. Werke, wo Jesus uns sagt, die sollten wir tun, damit wir ein gutes Leben haben und damit wir Gott entsprechen. Und eines davon ist, dass wir mit Fremden gut umgehen und dass wir uns um sie kümmern. Auch das ist für mich ein deutlicher Hinweis, dass Flüchtlinge uns in Deutschland nicht egal sein können, sondern dass wir gerade als Kirche eine Aufgabe haben, uns um diese Menschen zu kümmern. Aus Darmstadt ereilt uns eine Frage. Konfirmandin Isolde wartet auf uns und unsere Fragenbox. Isolde ist sehr aktiv bei sich in der Gemeinde hier in Aheiligen, Darmstadt. Was für eine Frage bewegt dich denn? Warum sollte ich an Gott glauben, wenn ich ihn gar nicht sehen kann? Wir diskutieren das oft in der Schule, vor allem in Rallye und in Deutsch, weil die Lehrer das auch interessant finden und man da auch oft so drüber stößt. Und besonders mein Deutschlehrer ist da ziemlich kritisch und deswegen wird da öfter mal drüber diskutiert. Ja, warum sollten wir an Gott glauben, wenn wir ihn nicht sehen können? Da könnte Monika Lühlemann eine Antwort geben. Die Pfarrerin aus Trebur pilgert viel und gerne. Also gehen wir doch ein paar Meter mit ihr im hessischen Ried spazieren. Gott ist nicht sichtbar. Wieso sollte ich an ihn glauben? Ich denke, dass Gott sich in der Natur erschließt. Unsere Bibel fängt mit dem Schöpfungsbericht an. Für mich ist klar, Gott ist der Schöpfer dieser Welt. Und wo kann ich ihn finden? Natürlich in seiner Schöpfung, in der Natur. Und das ist eine Erfahrung, die wir beim Pilgern auch immer machen. Wir nehmen uns ja viel Zeit, auch im Schweigen zu laufen und können dann wirklich entdecken, Gott entdecken in der Schöpfung. Das heißt ja auch im Schöpfungsbericht, dass wir die Erde gut verwalten sollen. Und das ist auch eine Aufgabe, die wir als Menschen haben. Die Kirche von Pfarrerin Lüdemann wird momentan renoviert. Gottesdienste in der Kirche sind nicht möglich. Das ist aber nicht das einzige Problem, das die Gemeinde umtreibt. Meine Frage wäre, wie könnte Kirche in Zukunft ein Begegnungsort für alle werden? Begegnungsort für alle. Papa, Mama, Oma, Kind. Ja, bringen wir die Frage nach Alzey zu Pfarrvikar Matthias Braun. Er hat eine Idee, Jung und Alt zusammenzubringen mit einem Naturtag im Sommer. Um die Schöpfung kennenzulernen, zu gucken, was man machen kann. Und wir haben uns überlegt, dafür wollen wir den Marktplatz haben. Das macht natürlich viel Freude, wenn ich als neuer, junger, angehender Pfarrer, der hier auch für den Kindergottesdienst zuständig ist, da arbeiten darf, der was bewegen darf und sagen kann,
wir machen für 200, 250 Kinder eine Aktion und die Stadt macht da mit. Und das ist richtig toll und da bin ich auch froh drum. Da sind dann ja quasi Jung und Alt dann bei so einem Tag dabei, ja? Ja, genau. Es ist schon wichtig, dass wir gucken, was können wir machen, damit auch Familien angesprochen werden können, weil das, glaube ich, auch der wichtige Punkt ist, dass man echt versucht, Familien zu begleiten, Familien was anzubieten. Ich habe hier eine Fragenbox. Da sammeln wir Fragen innerhalb des Gebietes der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau. Was mir immer mal wieder auffällt, ist, dass in der Kirche relativ konservative Lieder gesungen werden und ich würde gerne mal ein paar modernere Lieder wieder hören. Katy Perry statt Mach hoch die Tür in der Kirche. Beenden wir unsere Fahrt in Frankfurt bei Pfarrer Lars Kästner. Er hat über Kirchenlieder geforscht an der Uni. Dieser Mann ist, glaube ich, perfekt für uns, für die Antwort dieser Frage. Auf jeden Fall, definitiv. Ich möchte es nicht gegeneinander ausspielen, das fände ich fatal. Ich finde, ein guter Gottesdienst ist ein Gottesdienst, in dem beides gesungen wird. Ich glaube, dass man im Leben Lieder braucht, auf die man zurückgreifen kann. Gute Lieder. Und darum, jetzt kommen wir, es geht nicht um alte und neue Lieder, es geht um gute und schlechte Lieder. Einfach nur kennenlernen. Mut zum alten Lied, Mut zum neuen Lied, Mut zum Singen.